Wir sind heute beim großen Spektakulum im Angelbachtal und ob das wirklich ein Spektakulum wird, das erfahren Sie jetzt. Wie gefällt es euch hier auf dem Spektakulum bisher? Auf jeden Fall sehr gut. Also es war alles gut organisiert und es gibt super viele unterschiedliche Stände. Und die Stände waren auch echt cool. Also sie hatten super unterschiedliche Sachen, die auch sehr qualitativ waren. Also wir waren echt beeindruckt, auch mal was Neues zu sehen, weil ich gehe relativ oft auf Mittelaltermärkte und hier waren wirklich einfach mal andere Sachen. Also es war echt schön. Gehst du da gerne hin? Ja, schon seit einigen Jahren. Ja. Früher normal als Besucher in Zivil. Und seit 4-5 Jahren dann auch Wikinger, Nordmann. Ja, also es ist mein erstes Jahr hier. Aber ja, doch, ich bin angenehm überrascht. Es ist sehr schön hier. Ja. Ja, genau. Es ist also auch das erste Mal hier. Aber es ist richtig, richtig schön. Auch ziemlich viele Leute. Jeder hat Spaß. Ist echt sehr, sehr toll. Und die Zeit ist auch sehr schnell verflogen jetzt. Wo kriegt man so ein Kostüm her? Also die Rüstung ist komplett maßangefertigt von jemandem, der die Rüstung auch für die Witcherschule in Polen herstellt. Und der hat die komplett designt und auch maßangefertigt, alles per Handarbeit, wo ich ja ziemlich stolz drauf bin. Wir versuchen das nachzuempfinden und dann zu optimieren, auch den Abbildungen, Quellen, Funden auch nachzueifern. Das ist das, was ich hier an meiner Seite habe, das ist die Schwertscheide und tatsächlich auch der Buckler wurde auch durchaus so getragen, weil so konnte ich ganz einfach herumlaufen und hatte meine Verteidigung direkt da. Dieses Zelt im Hintergrund, ist es authentisch? Ja, das ist authentisch. Das ist eine Nachbildung um 1320 nach dem Codex Manesse. Und dieser Codex Manesse zeigt halt viele Abbildungen. Und dort nehmen wir auch unsere Gewandungen raus, um eben halt das möglichst naturgetreu nachzustellen.